Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die Alpha 16 auf Gogarte Gaming. Wir haben in der letzten Episode einen Blitzstart hingelegt, haben eine neue Welt gestartet und gleich mal richtig Glück gehabt, gut Glück gehabt. Wir haben einen Händler direkt neben unserer Spawn-Location und wirklich direkt neben unserer Spawn-Location, ein paar hundert Meter war das weg. Er ist zwar im Wasteland, aber er hat eine funktionierende Chemistry Station, eine funktionierende Werkbank und eine funktionierende Forge, die wir auch schon mal in Betrieb genommen haben. Damit haben wir gleich am ersten Tag Eisenwerkzeuge. Wir bauen gerade unser erstes Eisenwerkzeug, das ist in einer Minute fertig. Dementsprechend sind wir da schon mal richtig gut gerüstet und ja, ich sehe es gerade, das war jetzt nicht das Smarteste, denn wir haben ja das Eisenwerkzeug in der Queue, das heißt, das breche ich jetzt nicht ab. Das heißt, wir lutschen diese Steinwerkzeuge aus bis zum geht nicht mehr. Brechen das gerade wieder ab, falls es komplett kollabiert. Sammeln einfach noch ein bisschen Material. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Stein, da und dort. Ein paar Federn, wenn wir welche finden, sehr gut. Wir müssen aufpassen wegen Hunden, wir müssen aufpassen wegen Bär. Wir hatten schon eine Begegnung mit Bären, einem Zombie-Bären am ersten Tag, kein Witz. Ja, und dann werden wir mal schauen, dass wir bis zum Anbruch der Nacht entsprechend Werkzeug herstellen und uns dann in eine Höhle verkrümmeln. Und entsprechend dann dort unsere Basis aufbauen. Ich hätte mir gedacht, wir werden, wie in der letzten Let's Play Serie, werden wir wieder so eine Höhle besiedeln. Diesmal das Ganze ein wenig weniger ambitioniert bauen. Einfach mal nur mal das Nötigste. Quick and Dirty, eine Hordegrube machen. Entsprechend damit dann die Horden abfangen und unsere Ressourcen sammeln und dann überlegen, wie, was, wo, wann wir eine neue Basis bauen. Das heißt, wir machen einfach mal wirklich eine temporäre Basis. Das bewährt sich eigentlich, würde ich also grundsätzlich immer so machen, würde ich auch empfehlen, so zu machen. Egal, was ihr für Ambitionen habt, man braucht mal irgendwo einen Unterschlupf, irgendein Dach über den Kopf und diese Grube da unten ist nicht schlecht, die nehmen wir, wissen, wie wir sie ausbauen können. Ja, dementsprechend werden wir das machen. Wir könnten dann mittelfristig ein Haus direkt neben einem Händler hierher bauen, zum Beispiel genau hier, wo wir jetzt stehen oder da drüben. Wir könnten da diese kleine Ruine weiter ausbauen oder etwas komplett anderes machen, aber das werden wir uns dann überlegen, genau anschauen. Ich habe da schon eine ziemlich verrückte Idee, was wir machen könnten, aber dazu vielleicht ein wenig später. Jetzt heißt es erstmal überleben. Und da ist unsere erste Spitzhacke. Oh yeah. Na, das ist toll. 18 Eisen, 2 Schläge. Das gefällt uns sehr gut. Großer Vorteil am Wasteland, gleich am Anfang mal so viele Eisen zu sammeln. Ist riskant, hier sich aufzuhalten, klar. Aber wir sind ja Vollpros. Kein Problem. Im Zweifelsfall rennen wir einfach schnell zum Händler rein. Ne? Ja, wir müssen aufpassen auf den Geier da oben. Ich habe ihn gesehen. Er kann uns in die Quere kommen. Und noch ein bisschen Eisen mit. Das ist so verführerisch. Vogelfedern ausgezeichnet. Und ja, ich sehe ihn. Ich will jetzt gar nicht unbedingt mit Zombies prügeln. Wenn er nicht sein muss. Verschwenden wir nicht unsere Zeit und unsere wertvollen Ressourcen. Oh, okay, Rückzug, taktischer Rückzug. Dem Geier wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Er kann uns womöglich infizieren und wir haben im Moment noch keine Möglichkeit, eine Infektion zu bekämpfen. So, schauen wir mal das ganze schöne Eisen da an. Oh, yeah. Okay, gehen wir da kurz in Deckung. Hier drinnen kann er uns praktisch nicht erwischen. Machen wir mal eine Feueraxt. Richtig, schauen wir mal unsere Skillpunkte an. Wir haben schon ein paar Skillpunkte investiert, wir haben noch nicht wirklich viele bekommen. Können dabei nichts machen, okay. Gut. Dann, Leute, würde ich mal sagen, schauen wir uns ein bisschen Krimskrams verkaufen beim Händler. Denn der hatte eine Armbrust, wenn ich das richtig gesehen habe. Letztes Mal, ja, eine 400er für 1000. 100, schauen wir mal, ob wir das zusammenbekommen. Wenn nicht, na, nein. Wunschdenken. Da müsste man eine Menge Zeug verkaufen. Will er nicht haben.
Ja, nein. Also war nur ein Wunschdenken, dass wir uns das leisten können. Ah, Saba. Okay. Nein, da müssen wir Material sammeln. Da können wir vielleicht das kaufen. Vielleicht. Schauen wir da raus. Okay, machen wir mal Forged Iron. Eine Menge. Gut, wir sammeln mehr Eisen. Holen da mehr Forged Iron raus. Eisenspitzen können wir erst machen, wenn wir einen Amboss haben. Den will ich jetzt gar nicht investieren. Es ist nämlich fast Abend. Das heißt, wir werden einfach weiter ein paar Ressourcen sammeln. Ich wollte ein bisschen Sand sammeln. Wir haben einen See in der Nähe. Das heißt, wir könnten entsprechend ein paar Glasflaschen anfertigen. Und damit entsprechend unseren Wasserbedarf decken. Schauen wir mal, was wir da am Sand rauskriegen. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe dich. Da hier kein Luftangriff. Na, no, das ging jetzt aber direkt durch die Rübe. Und ja, wir sollten uns einen Knüppel bauen. Auf jeden Fall. Keine Frage. Lass mich da mal ein bisschen Sand holen. Gerade genug, dass wir ein paar Behältnisse anfertigen können. Dann können wir uns vielleicht vor der Nacht noch Wasser holen. Dann können wir das abkochen. Das wäre super. Eine kleine Runde zum See runter machen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir spielen jetzt mal einen 90-Minuten-Tag. Ich glaube, das werden wir beibehalten. Ist mir angenehmer zum Spielen einfach 60 Minuten. Das ist mal der Dauer zu stressen. Vor allem, wenn man solche Bauprojekte angeht, wie ich das regelmäßig mache. Und ja, ich halte immer auch schon nach dem Geier da ein bisschen. Also müssen wir ein bisschen Stamina regenerieren. Das heißt, das schadet mal nicht. Hocken wir uns mal kurz her, schauen unsere Skillpunkte an. Waffenschmied könnte man steigern. Yep. Mining Tools, Construction Tools. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht mal auf Waffenschmied gehen. Da mal 3 Punkte rein. Und den Rest den muss ich dann aufheben. Bad Mechanic vielleicht. Oder auf die Mining Tools. Oh, oh, oh. Das war jetzt knapp. Den kämpfen wir dabei jetzt nicht. Das ist eine Verschwendung unserer Ressourcen. Das ist zu riskant. Keine Möglichkeit zur Heilung. Fortschreiben natürlich so. Machen wir das nochmal das restliche raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da gleich nachlegen. So. Du Nervensäge. Und ja, ich würde ganz gerne den Sand verarbeiten. Aber so viel habe ich da jetzt noch gar nicht gesammelt. Mal ein bisschen mehr Sand holen. Dann können wir nämlich dann hier unser Lager abbrechen und entsprechend. Da drüben kreist er, ich sehe ihn. Mal aus dem Autowrack rausfahren. Ein bisschen Treibstoff könnte man auch brauchen. Wenn wir Öl finden, können wir dann immer Molotov-Cocktails machen. Also nicht unbedingt eine Verschwendung. Eisen, Eisen, Eisen. Holen wir uns ein bisschen Holz und dann ein bisschen Sand. Dann sollte es mal fürs Erste genug sein. Den Himmel im Auge behalten, immer kontrollieren. Wir müssen auch mit Hunden rechnen, die habe ich jetzt gar nicht aufgezählt. Natürlich auch hier die Gegend unsicher machen. Aber das wisst ihr ja. Na bitte, 3 Öl. Sehr gut, damit können wir dann schon Molotov-Cocktails herstellen mit dem Treibstoff. Und wenn wir Behältnisse haben, Gasflaschen, weil wir das eher aufheben werden mal. Wenn wir schauen. Wir schauen nochmal. Öl ist jetzt nicht mehr so knapp. Öl ist jetzt nicht mehr so knapp. Können wir selber herstellen. Da fleuchtet einer. Wir grasen einfach mal rund um den Händler einfach alles mal ab. Brauchen uns da gar nicht weit weg bewegen vom Händler. Jetzt immer in die Sicherheit flüchten. Okay. Da ist schon der Landclaim-Block vom Händler. Macht nichts. Jetzt da noch da ein bisschen Eisen. So. Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich schauen, ob da nicht irgendwo dieser Geier einen Tiefflug wieder ansetzt. Na, da drüben ist er. Okay. Gut, dann haben wir uns noch ein bisschen Sand. Da habe ich angefangen zu buddeln. Buddeln wir da gleich ein bisschen weiter.
Nur so viel, dass wir einfach ein bisschen ein paar Behältnisse anfertigen können. Das sollte eigentlich dann schon reichen. 3, 4, das reicht einmal fürs Erste. Vogelnest, sehr gut. Auch gleich mit dem Lager. So, Stamina-Regeneration sollte man was investieren. Was war das? Athletik? Degradation. Wellness Gain, ja, das ist auch schön, aber nein. Was meinte ich jetzt eigentlich? Sexual Tyrannosaurus wollte ich haben, richtig. Stamina Gain, der ist natürlich am Anfang einfach extrem wichtig. Später dann ist er relativ egal, weil wir dann, sobald wir einen Presslufthammer haben, arbeiten wir nur noch mit Presslufthammer. Gelegentlich packt man die Axt aus oder ein anderes Werkzeug, ja, aber die Spitzhacke und die Schaufel haben dann ausgedient. Das ist im Prinzip das meiste, was wir eigentlich arbeiten mit der Spitzhacke. Der Stein abbauen oder Mineralien nehmen wir natürlich die Spitzhacke. Selten dann die Schaufel. Am Anfang ja, aber wie gesagt, sobald wir da entsprechend das Werkzeug haben. Ja, wir machen ein bisschen was holen. Ich regeneriere mal ein bisschen. Lassen mal ein bisschen ausruhen, dass er. Oh! Was war das? Eine Schlange jagt uns. Da hinten ist sie, ich sehe sie. In einer ganz schönen Aggro-Range. Ja, die Schwerter treffen mit dem Bogen. Die Hitbox. Klein. So, und? Ah, wir müssen auf den Kopf zählen. Und ja, wir haben keine Pfeile mehr, ich sehe es. Scheibengeister. Ich hätte sie ganz gerne erledigt wegen den Tierhäuten. Auch noch ein paar Pfeile. Stopfen dabei das restliche Zeug in die Forge rein. Na, nicht das. Das hier und das hier. Dann kommt sie hinterher gerobbt. Dann müssen sie vielleicht mit der Keule erledigen. So, machen wir noch mehr Forged Iron und können wir schon Glas. Ja, ein paar Glas, genau. Mehr brauchen wir nicht, das reicht. Das reicht. 9, 10, das ist schon mehr als genug. Einfach um den ersten Bedarf zu decken. So, da ist die Schlange, okay. Runde 2. Wir haben übrigens Eisenpfeile, sehe ich gerade, ja. Fast Verschwendung für das Vieh, aber. Ah, jetzt haben wir sie erwischt. Okay, also man muss halt eher Richtung Kopf zielen. Machen wir es so. Boah, daneben. Also wir haben getroffen, eher nicht. Gut. Dieser epische Kampf wäre auch absolviert. Da ging es mir vor allem um die Tierhäute. Ja, da weiß es nicht viel, aber das bisschen Kleinvieh macht auch Mist. Wir brauchen einfach 20 Stück, dass wir unsere eigene Forge bauen können. Dann sind wir da quasi auch auf der sicheren Seite. Wenn wir in unserer Basis natürlich dann auch eine eigene Forge haben. Die Chemist jetzt, das Chemielabor haben wir da drinnen. Wir haben eine Werkbank da drinnen. Wollte ich gerade sagen. Gut, jetzt haben wir den Eisenpfeil ein paar. Au. Au. Jetzt habe ich genau die Kante da, den Stacheldraht erwischt. Ja, hau nur ab, du. Hau nur ab, du. Jetzt macht wieder einen Angriff. Okay, na gut, wenn er es wissen will. Das kriegen wir so mal. Einmal haben wir ihn erwischt, aber wir müssen ein paar Mal erwischen mit dem Flitzbogen da. Da darf man es auf keinen Fall erwischen. Was macht er denn jetzt, der Depp? Frage, wie viel er noch aushält. Jawohl! Ah. Ein Triumph. So, damit haben wir mal den Federvorrat mal ordentlich aufgebessert. Das schadet sicher nicht. War natürlich trotzdem eine riskante Sache, weil der infiziert, die haben einen Bonus auf die Infektionswahrscheinlichkeit. Eine Infektion könnten wir jetzt am Anfang wirklich, wirklich, wirklich nicht gebrauchen. So. Gut. Schauen wir mal, was sich da tut. Ausgezeichnet. Ja, Glas.
Soll man einen Amboss herstellen? Ich würde sagen, ja. Sobald man das haben. Wir haben genug Eisen, wir können dabei ein Werkzeug herstellen. Wir haben 38, also wir können so eine Schaufel herstellen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Eine Eisenschaufel, dann haben wir noch ein bisschen Reserve. Ja, das läuft ja ganz gut. Dann würde ich sagen, wir sammeln noch ein bisschen Eisen. Und können uns dann noch einen Knüppel anfertigen. Den ich gelootet, doch. Nein, vielleicht. Sammeln wir einfach noch ein bisschen Eisen. Hunze. Wir haben nur zwei Pfeile. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Wir haben Eisen. Ja, Steinpfeile, ich weiß, ja. Aber mit den Steinpfeilen, mit einem 25er Bogen, muss ich nicht unbedingt den Hund antreten. Muss nicht sein. Wir stellen uns einen Amboss her und dann können wir Eisenpfeile mal herstellen. Mal ein paar Dutzend, dann haben wir mal Munition. Zum Beispiel den ersten Tag schon richtig gut gerüstet. Und bei der Gelegenheit erforschen wir gleich mal die nähere Umgebung. Und ja, ich weiß, wir müssen auf die Uhrzeit achten. Verflixt. Es geht schon wieder verflucht spät. Ich würde so gerne noch weiter erforschen. Wenn wir das Eisen hier noch mitten, dann machen wir einen Abgang. Die vier nehmen wir noch mit, dann machen wir einen Abgang. Das wird sonst zu knapp. Wir müssen noch in die Höhle rein, wir müssen uns in die Höhle reinarbeiten. Einbrechen sozusagen. Wir müssen unsere Wohnhöhle erobern. Da können auch Zombies drinnen sein. Ah, stimmt. Da brauchen wir auch ein paar Stunden Zeit. Und dann müssen wir in der Nacht eventuell die Wohnhöhle absichern. Ja, das ist nicht vernünftig, was ich jetzt gemacht habe. Da haben wir zu viel Zeit verplempert. Da hätte man schon vor ein paar Stunden abbrechen sollen. Ja, ich sehe ihn. Machen wir da gleich einmal sicherheitshalber zu, nicht, dass der da reinkommt. Okay. Amboss, ja, wir haben das ganze Eisen verbraucht, das macht nichts. Dafür können wir da jetzt das auf die Schnelle einschmelzen, machen einen Amboss und können dann noch die restlichen Glasflaschen rausholen. 7 Stück, wobei da pfeife ich jetzt drauf. Ich hole erst die Glasflaschen und dann den Amboss. Holen wir uns auch ein paar Gläser. Wobei das passt. Das passt. Lassen wir das laufen. Soll er verarbeiten. Wir machen einen Abgang. Wir haben dabei keine. Also wir können uns ein paar Pfeile herstellen, noch ein paar Steinpfeile, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf zu warten. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht riskieren. Wir haben genug Eisen mit, wir haben die Schlafrolle mit, wir haben alles mit, was wir brauchen. Leute, wir machen jetzt den Abgang. Und zwar begeben wir uns, ja, Richtung Norden. Raus aus dem Wasteland. Dieser Händler grenzt genau an ein Waldlandbiom. Stimmt, die ganzen Autos. Oh, die Autos. Stellt euch vor, findet ihr jetzt einen Bergbauhelm? Nein, aber drei Öl ist auch nicht schlecht. Lass die Ressourcen liegen und schau, was noch weiterkommen. Abgesehen macht der nächste Geier da wieder einen Tieffliegerangriff. Wir müssen uns mal richtig. Ich wollte eigentlich noch Wasser holen gehen. Wann sollen wir das machen? Was willst du mit noch alles machen? Wasser holen, die Basis besetzen und sichern. Eieieiei. Aufpassen, da runter geht's. Vorsicht. Schön langsam. Ja, keinen Fuß brechen. Das wäre fatal am ersten Tag. Geschafft. Okay. Ich würde mal sagen, wir werden mal hier unser Quartier beziehen. Da werden wir uns diese Wohnhöhle hier, diese Höhle hier erobern. Werden wir noch gejagt? Nein, passt. Wir brechen mal hier ein. Müssen mal das Spawnen wahrscheinlich erledigen. Und dann werden wir das wie im letzten Stream entsprechend als Wohnhöhle verwenden. Wir werden hier eine Hordegrube installieren, genauso wie wir es im letzten, der letzten Serie gemacht haben. Wohlgemerkt ein bisschen, das Ganze ein bisschen kleiner gebaut, ne? Das Ganze ein bisschen kleiner gebaut, wobei. Na, können wir uns gar nicht leisten. Da haben wir genau um das Alter zu wenig Metall. Repariere ich sie lieber. Wir verlieren nämlich da ein bisschen Qualität, ja. Ein bisschen Leistung, ja. Aber wir brauchen das restliche Metall. Wenn du dann wirklich die Spitzhacke den Geist aufgibt oder eben reparieren, ihr seht ja die Hitpoints. Ich möchte ganz gerne die ganze Nacht durcharbeiten mit dem Werkzeug. Schauen wir mal, wie weit wir kommen und dementsprechend. Sind wir schon ganz gut ausgerüstet, also wir brauchen sich nicht beschweren. Besser wird es immer, ja, wir könnten auch am ersten Tag Stahlwerkzeug haben, wenn wir halt irgendwie ganz gut viel Lootglück haben. Entsprechend habe ich schon mal gehabt, dass ich am ersten Tag gleich einmal zwei Jagdgewehre gefunden habe, die verkauft habe und dann konnte ich mir eine 600er Spitzhacke kaufen, ja. Aber okay,
Das haben wir nicht. Das war also ziemlich das Einzige, was wir nicht haben. Jetzt kann man schon mal einen Blick hinein riskieren. Komm, 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 zieh an, zieh an, zieh an. Ach Gott, das ist so eine Lusche. Das ist leider mit einem Level 2 Charakter am Anfang wirklich immer ein Kampf. Null Skillpunkte, ja. Ah, wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Also ich zeige nochmal, ich warte, weil ein bisschen die Stamina regeneriert. Wir werden einfach hier diese Grube entsprechend ausbauen, ein bisschen begradigen, nur ein wenig, gerade das Notwendigste. Dann ziehen wir da eine Decke rein, lassen oben das Loch offen machen, damit eine Hordegrube und nutzen das hier hinten als Wohnbereich. Ziemlich genau so, wie wir es in der letzten Serie eben gemacht haben, nur eben ohne diesen verrückten Turm, ganz bescheiden, ganz spartanisch. Das Nötigste, einfach das Nötigste, dass wir hier eine möglichst simplistische, einfache Basis haben, die langfristig die Horden auch abwehren kann. Dass man entsprechend hier 1, 2, 3, wenn es sein muss, auch wieder 10 Wochen die Horden abwehren können. Dann mal schauen. Und dann entsprechend haben wir Zeit, die Ressourcen entsprechend in eine neue Basis dann zu investieren. Also wir werden nicht lange bleiben. Also der Plan ist, wobei ich sage jetzt, wir werden sie nicht lange bleiben. Ja, dann werde ich wieder drauf zitiert. Aber du hast in Episode 2 gesagt, wir werden nicht lange bleiben, 10 Wochen später. Ich gebe keine Prognosen mehr ab. Die Idee ist, eine einfache, simplistische Basis zu bauen, mit wenig Ressourcen, die die Horde abwehren kann. Und dann können wir unsere gesamten Ressourcen, unsere gesamte Zeit und Mühe und Energie auf eine Basis investieren, die wir dann völlig neu designen. Wir machen jetzt hier eben die Basisversion, wo wir wissen, dass es funktioniert. Und dann entwickeln wir was Neues. Also wir werden hier nicht, also die Idee ist nicht hier in dieser Höhle zu bleiben, wobei das natürlich nicht schlechter die Location, weil wir entsprechend das als Hordegrube entsprechend ausbauen könnten, genauso wie beim letzten Mal, eben nur ohne den Manko, dass es hier keinen Hügel gibt, den man angreifen kann, aber ich möchte was Neues probieren, was Neues Verrücktes und dementsprechend nehmen wir diese Wohnhöhle dankbar an, weil sie ja einer der besten Unterschlüpfe ist, die es gibt, weil wir im Prinzip nicht hier verstecken können. Ohne dass wir Probleme kriegen. Wir könnten sogar eine starke Tür machen, das machen wir nicht. Weil wir das Metall nicht verschwenden wollen, aber prinzipiell könnten wir. So, Leute. Das heißt mal vorsichtig, weil da ist jemand, glaube ich, jemand zu Hause. Und ja, wir haben keine Pfeile mehr, ich sehe es. Ich wünschte, wir hätten das mit dem Amboss noch hinbekommen, aber da wollte ich jetzt wirklich nicht drauf warten. Zwei Eisenpfeile haben wir noch und dann noch ein paar. Okay, ja, das wird reichen. Schauen wir mal, dass wir diesen Untermieter da aus dem Verkehr ziehen. Das ist nicht Airbnb. Okay. So, wen haben wir dann noch zu Hause? Also ein Betonmischer. Wie gehabt, wie gehabt. Hallo, jemand zu Hause? Nein. Doch, beim Schatten. Da war noch jemand. Na gut, ziehen wir den auch schon aus dem Verkehr. Ah, bleibst du mal ruhig da. Das ist rumgewackelt, aber im Bogen nicht leicht. Ui! Der Gang zu Ende. Okay, machen wir mal mit dem Knippel. Mal aufpassen, wir wollen ja nicht einen Treffer kassieren. Ja, infiziert werden. So. Okay, gut. So, jetzt kontrollieren wir gleich mal. Ist noch irgendwer zu Hause? Nein. Okay. Und über uns ist Wasteland-Boden. Das sieht richtig cool aus. Die Höhle geht da quasi so regelrecht ins Wasteland hinein. Waldbiom Wasteland-Grenze. Okay, der Betonmixer ist zerstört. Hat 7 Gammelfleisch drinnen. Okay. Ich würde sagen, Leute, wir stellen mal sofort eine Kiste auf. Das Inventar, was hier drin ist, ist einmal alles völlig egal. Ich stelle einfach jetzt mal irgendwo hin. Das ist mir völlig egal. Räumen wir unser Inventar aus. Glasflaschen nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, 18 Pfeile, ja, nehmen wir sicherheitshalber mal das Holz mit, falls wir unterwegs noch Pfeile herstellen müssen. Den Schlafsack lege ich gleich einmal daneben. So.
Und jetzt heißt's Turbo zünden, denn ich würde ganz gerne runter zum Floß, um entsprechend unten Wasser zu holen. Aber das wird ein Teil für die nächste Episode. Ich würde sagen, wir haben heute wieder ordentlich was weitergebracht. Ich hoffe, es hat euch vielleicht gefallen. Wenn ja, hinterlasst noch ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr über diese Let's Play und meine anderen Pläne auf dem Kanal auf den Laufenden bleiben wollt. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis bald.